Regio TV Plus ist unterwegs im Gasthaus zum Rebstock in Muttenz. Und hier treffen wir den Tobias Burger. Er ist Koch und Co-Founder von EatUnique.ch. Über das schwätzen wir nachher auch noch. Aber zuerst einmal kurz um dich. Hallo, lieber Tobias. Schön, dass wir heute hier bei euch sein. Merci, dass du gekommen bist. Freut mich sehr. Du bist ja schon aufgewachsen in einer Gastrofamilie. Hier, der Rebstock gehört ja deinen Eltern. Das heisst, du bist von Anfang an eigentlich so gerade ein bisschen so reingerutscht in die Kochbranche. Ja, das kann man so sagen. Also, der Rebstock gehört noch meiner Großmutter. Die ganze Familie hat hier gearbeitet. Und ja, wir haben auch Bewohnungen. Da bin ich aufgewachsen. Bin schon früher als Bub bin ich hier in der Küche gestanden, habe mitgeholfen. Das ist schon ein Eindruck. Und du hast gesagt, eben, seit 100 Jahren ist das im Familienbesitz. Ja, schon ein bisschen mehr als 100 Jahre. Genau kann ich es nicht sagen. Aber ja, es ist eine ewige Zeit, wo wir jetzt das so durch haben. Mein Vater hat noch den Schlüssel hier in Mutten seit 10 Jahren. Also wir sind voll verankert in der Gastronomie. Und ist das von Anfang an klar gewesen, dass du da auch mit einsteigst? Oder hast du auch mal noch andere Berufswünsche gehabt? Das ist eine gute Frage. Also, meine Familie hat eigentlich immer gesagt, mach nicht in der Gastronomie zuerst. Ah, gerade so? Ja, weil du wenig Privatleben hast. Aber es hat mir einfach immer gefallen von Anfang an. Und für mich ist eigentlich, ich kann nie darüber nachdenken, etwas anderes zu machen. Und mit dem Privatleben klappt es ja auch. Du hast ja Family, zwei Kinder. Genau. Nein, das klappt alles. Ich habe eine Frau, die mich völlig unterstützt in allem. Das ist auch nicht immer einfach. Vor allem, wenn du selbstständig bist und in der Gastronomie. Aber es klappt alles super. Jetzt arbeitest du ja mittlerweile nicht mehr hier, oder, bei den Eltern, sondern du hast dein eigenes Business. Genau, genau. Wir haben EatUnique gegründet. Vor einem Jahr sind wir online gegangen. Wir machen eigentlich gesunde Fertiggerichte, die wir in die ganze Schweiz und Liechtenstein ausliefern. Mhm. Ja. Und jetzt sind natürlich auch eben am Wachsen. Wir haben jetzt quasi, wenn wir vor einem Jahr angefangen haben, gerade so knapp irgendwie nach der Pandemiezeit. Mhm. Ist das schwierig gewesen, um in dieser Zeit einzusteigen oder gerade gut? Ich glaube, für uns ist es gerade gut gewesen, weil viele Leute sind daheim gewesen, haben viel Essen bestellt daheim. Und wir haben auch gemerkt, wie mühsam das ist, jeden Tag kochen. Mhm. Vor allem die Homeoffice hatten. Und ich glaube, das war für uns schon am Anfang ein riesiger Vorteil. Mhm. Und auch jetzt noch, Homeoffice-Pflicht ist ja zwar nicht mehr, aber es schafft immer noch sehr viel von daheim aus. Und für uns ist, glaube ich, das ein super Anfang gewesen. Und man hofft, dass es so weitergeht wie bis jetzt. Was sind so eure Hauptkunden? Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Also, wir haben junge Leute, die viel arbeiten, die einfach nicht Zeit haben, um selber zu kochen oder das mitnehmen ins Geschäft. Oder sie können es auch sogar ins Geschäft bestellen lassen, wenn sie den Kühlschrank haben. Oder Leute Mitte 40, die einfach allein daheim sind, auch, die denken, jetzt allein einkaufen, gehen kochen für sich selbst, das lohnt sich nicht. Oder halt ältere Leute, die eben auch Mühe haben, um einkaufen, die das halt unterstützt. Also wir haben wirklich alles. Auch Familien, die einfach keine Zeit haben, um daheim noch Mittag kochen für Kinder über die kurze Zeit. Es ist wirklich für alle. Ja. Und wenn ihr das gegründet habt, wie ist die Idee zustande gekommen? Bist das du gewesen und ein Kollege? Oder also, wie viele sind da involviert gewesen? Wir sind drei Gründer. Einer davon ist mein Cousin. Und es ist eigentlich, zuerst haben wir eine ganz andere Idee gehabt, so Pokéball-mäßig. Ja, das ist auch sehr in im Moment. Das ist sehr in momentan. Und dann haben wir aber merken, das war recht heikel. Du hast auch oft mit rohem Fisch und so. Dann haben wir gedacht, machen wir lieber etwas, das alle Leute anspricht. Und so haben wir jetzt auch das Menü aufgebaut. Wir haben wirklich von asiatisch bis Schweizer Küche haben wir alles. Und ja, das war eigentlich dann die Idee gewesen. Dann haben wir noch nicht, wir haben zuerst überlegt, weil die Pandemie war und wir haben hier das Restaurant eigentlich zu gehabt, dass wir ein bisschen etwas nebenan aufbauen können. Und dann war das eigentlich die Idee gewesen zuerst. Ja. Genau. Und jetzt hat es ja recht gut eingeschlagen. Ja. Du hast schon gesagt, eben, bis jetzt haben wir ja wo haben wir eure Küche? In Asch. Im Locanda Clus. Ja. Und du hast gesagt, eben, demnächst würdet ihr gerne expandieren. Ja, wir suchen sicher etwas Größeres. Also wenn jemand etwas weiss, eine grössere Produktionsküche, die frei war. Nein, es wird immer wie mehr. Also wir wachsen schön, wir sind mega zufrieden, wie es läuft. Und das ist sicher etwas, wo wir langsam suchen jetzt. Und dann habt ihr ein paar Tage, wo ihr kocht? Mhm. Ja, wir haben zwei Auslieferungstage momentan. Das war der Dienstag und der Mittwoch. Und wir kochen am Sonntag und am Montag. Kochen. Und dann wird das ausgeliefert mit DPD, eben in die ganze Schweiz und Liechtenstein.
Und das klappt eigentlich alles super bis jetzt. Kommen wir aber schnell zurück zu dir, privat. Mhm. Eben, du bist ja Koch. Wie ist das daheim, wenn du für die Family kochst? hast du genug vom Kochen oder freust du dich, wenn du nochmal kochen für deine Liebsten? Also, es ist, also wir essen auch oft daheim, Haiti und ich, wenn ich ehrlich bin. Ah, ja, aber, praktisch. das ist noch praktisch. Aber ja, meine Kinder sind eigentlich einfach zu haben. Also, sie haben gerne einfach Pasta, das lieben sie. Und ja, für mich daheim, ich habe schon nicht mehr so Lust, daheim zu viel kochen. Aber das habe ich auch schon vorher gehabt, als ich normal als Koch geschafft habe. Und halt den ganzen Tag in der Küche stehst, ist schon... Ich glaube, das sind die meisten Köche. Dann bestellen sie eine Pizza oder irgendetwas. Aber ja, für Kinder macht man es halt gerne. Also, sie helfen auch gerne mit und da bin ich mega stolz. Der Kleine tut wirklich, steht immer am Herd und tut mitmachen. Und ich habe gesehen, du bist auch sehr aktiv auf Instagram mit Kochinspirationen und schönen Food-Fotos. Ist das so auch so eine kleine Passion von dir, das Fotos? Ja, also, ich denke, angefangen hatte, ich habe mal ein paar Fotos aufgeladen und das ist eigentlich gut angekommen. Dann habe ich mal weitergemacht. Ich habe nicht gedacht, dass das so, so gut ankommt. Und ja, dann habe ich weitergemacht und jetzt kann ich nebenan halt noch ein bisschen Geld verdienen damit. Und ja, es ist schon ein Hobby von mir, fotografieren. Es ist sicher nicht alles so professionell, wie ein Fotograf das macht, aber ich glaube, das kommt eben auch gut bei den Leuten an. Es ist nicht so gestellt und ich gebe mir einfach Mühe beim Kochen und zeige das gerne den Leuten und sie freuen sich und gebe auch gerne Rezepte weiter dort. Ja. Das sind wirklich alles Sachen, die du gerade gemacht hast und dann fotografierst? Ja. Okay. Und ich habe gerade auf deiner Homepage noch gesehen, eben, du schreibst, viele gute Zutaten sind teuer und nicht alle haben Zeit zum aufwendig Kochen. Und dann möchtest du den Leuten auch ein bisschen helfen, eben so ein bisschen die Freude an Lebensmitteln wieder empfachen und einfache Rezepte zeigen. Ja. Ist das auch so ein bisschen eben das Ziel mit den Social Media Kanälen? Ja, vor allem, ich finde, das Kochen soll wirklich Spass machen. Das ist etwas Wichtiges. Also, wenn es keinen Spass macht, du merkst das auch beim Essen. Also, du musst immer mit Liebe, mit Spass kochen. Vor allem, wenn den Kindern noch helfen, ist es lustig miteinander. Kannst etwas zeigen. Und ich gebe gerne die Rezepte weiter, weil ich bin auch immer froh, wenn ich tolle neue Rezepte bekomme. Ich habe wirklich auch Leute, die mir ab und zu Rezepte schicken. Tobi, probier mal das aus. Und probiere das auch immer gerne aus. Und ich finde das auch immer super interessant. Es ist eigentlich auch ein Austausch. Ja. Hey, lieber Tobias, danke mir mal für heute bei dir sein im Rebstock. Bitte. Und weiterhin alles Gute. Merci vielmals, dass du gekommen sind.